Servus, begrüße seine Gemütsrunde mit dem Dynasty, mit mir Sven und natürlich unserem Rasi. Wir sind jetzt mit dem Welt. Ups. Und zwar genau hier, wobei von Gosofia. Da soll die zweite Hausverlaute hin. Ich denke, das ist ein cooler Weg, weil ein guter Standort, weil ich müsste den Wald um unser Dorf möglichst zu behalten, wie er jetzt ist. Also du mir alles, was du hast zur Arbeit und so. Ja, mein, ihr braucht Holz. Du mein Sohn ja, weit ab vom Schuss, will ich sehen. Natürlich habe ich Bretter vergessen. Das ist du bist Sven. Ja, kein Problem. Die Uhr ist kurz. Ich habe nicht dran gedacht. Aber ist ja kein Problem. Da geht ja Rasi kurz nach Rom und holt diese Bretter und beäute das nicht mehr mit einem kleinen Schnitt. Eventuell wird es halt morgen sehen, wenn ihr Rasi wieder seht. Wir haben neue Nachbarn. Seht ihr das? Dann müssen Gesetzlose sein. Wollen wir mal Hallo sagen? Wir können ja treffen. Also, ich habe einen ausgeschaltet. Rasi und der Meißel sitzen.
Wow, Tina ist aber ganz schön umgehauen. Jungs, ihr braucht das doch nicht mehr, oder? Nehmen wir doch alle mit. Herr Gouel. Hab den neben bei mir geklaut. Aber wenn er sein Intimbürsten hat. Ein Kiesle, der beste sein Kies. Und Zwiebeln natürlich. Habt ihr kein Geld? Okay, da muss wohl nicht mehr gebrauchbar sein, der Fall. Aber der Box ist leider überlastet. Ja, der hat ein leises Essen in der Brühe im Hals. Die Kiesel sind es Gold wert. Die Pfeile brauchst du nicht mehr. Die nehmen sie wieder raus. Ein Zwiebelein, ein Glas Wein, ein bisschen Taschengeld, das er auch gab. So, Jungs. Gold, Gold, das ist.
Rasi, da ist ja Hunger. Komm, du kriegst die Belohnung in Kieslein. Die Kürze, dass komme. Nimmst wo haben wir den Kies? Ich muss dann mal Kupfer vergehen. Machen. Okay. Boah, ein Kieslein, fast alles sehr voll. Das finde ich so genial. Der eine hat ja noch versucht, uns zu treffen. Hat ja auch geschafft. Aber leider war Rasi besser. Oder Rasen gessen. Was für ein Wetter. So. Da kann man rein. Und das kann rein. Und das kann auch rein. Weil. Die nächste Frage wäre jetzt, ein Gläsern wieder, wie machen wir das mit anderen Häusern? Wir haben nicht alles da ans Wasser klatschen, das ist auch nicht schön. Was halten Sie davon, wenn wir hinter unseren Wirtschaftsgebäuden da nochmal was machen würden? So, dass eine Art Stadtteil entsteht. Wisst ihr, wie ich meine? Die Wein würde es dann verkaufen. Ich glaube, das wäre besser. Lieben. Wegen Steuern und so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst, was ich meine. Allein haben wir das gemerkt, wie viele Bretter wir brauchen. Bestimmt nicht.
Da können wir auch gleich die Dings aufmachen. Die Liegerte. Wo waren denn die? Könnten wir auch einmal Haus hier unten bauen. Die Arbeiter müssen ja auch irgendwo wohnen. Das denke ich mal, ist nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist sehr besser. Weil, wenn ich den da oben fertig baue, er wird auch nicht alle so gequetscht haben. Aber ich denke, hier können wir mein Haus hinbauen. Dann könnte man da unten nämlich entgegen eine Art Versammlungsort machen. Und die hier könnten, die werden so ein bisschen Straßen machen. Also wir brauchen ja so ein richtig, richtig stabil. Also das wollen wir nicht unbedingt nur diese Flashwände, die halten ja nichts aus. Dann müsste ich jetzt mal kurz mal die Sachen ablegen, die ich noch im Beutel habe. Und dann würde ich zumindest hochgehen und die Hütte fertig bauen. Genau, den machen wir, glaub ich, so. Ich glaube, das ist besser. So. Ich gehe jetzt kurz mal, ah Mann, ich gehe kurz mal in die Verwaltung,
Und guck mal. Okay. Das ist nicht so gut. Du hältst wieder schwanger. Okay. Dann müssen wir da mal kurz. Und dann. Und zwar an die, was jetzt wird, was eingeknallt. Nein, nein, Quatsch, was erstmal. Und das. Und unser Landwirt, der im Moment nichts zu tun hat, der wird jetzt. Alles wieder. Und das Bessere kann man nicht machen. Ja, ich hätte gesagt, es ist unmöglich, in so einem irgendwie arbeiten zu lassen. Ach, stimmt ja, wir haben ihn ja allerdings neu aufgebaut. Nochmal 50%. Er braucht mehr Stämme. So. Ich mache jetzt einen kleinen Schnitt. Besorge mal Metz. Dann werde ich gute fertig kriegen. So, die Holzfäller sind gleich fertig. So, und jetzt müssen wir nur noch was ausfertig kriegen. Ja, wir machen das. Ich muss da jetzt wieder zurücklaufen.
Idee. Wir beenden jetzt die Folge und die nächste Folge zeigen wir gleich hier beim Hausbau ein. Wir nehmen die Klage gleich im Anschluss auf die Folge Schluss. Wir haben dann zwei Folgen gleich. Ich denke, das dürfte ein bisschen passen. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Dann sage ich mal, bleibt gesund. War schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mögt, lasst einen Daumen nach oben da und Abo wäre total cool.